die geistlichen Führer. Diese ständige, fruchtlose Sündenvergeberei hängt Gott doch schon seit Jahrtausenden aus dem Hals heraus. An die ideologischen Führer. Aber weil ihr eben Gott nicht als lebendige Person wahrnehmt, seid ihr als ego-individualistische Halbgötter unterwegs, was saugefährlich ist. An die Justiz. Ihr büßt jeden Temposünder, jeden kleinen Ladendieb oder Betrüger, aber ihr schweigt gegenüber jenen Menschen, die mit Finanzwetten, wie jetzt bei der Corona-Krise, auf den Absturz zahlloser Geschäfte setzen und dadurch Milliarden einstreichen. An die Politiker. Ihr verratet und verkauft euer Volk, eure Nation, und zwar an die Gier machtgeiler Globalisten. Nennt euch daher nicht mehr Volksvertreter, sondern Volkszertreter. An die Pharma-Diktatoren. Du stolze Pharma, du heillose Plündererin, gib deine ergaunerten Billionengewinne freiwillig an jene ab, die du geschändet hast, an die geschädigten Völker. An die Medienmogule. In der Ukraine haben wir euch dabei erwischt, wie ihr Kriegsberichterstattungen mit gekauften Komparsen gefälscht habt. In Afghanistan, in Irak, in Libyen und allen anderen Ländern des arabischen Frühlings insgesamt haben wir eure Lügen aufgedeckt, die all diese Kriege überhaupt erst möglich gemacht haben. An die Wissenschaftler. Und ihr Wissenschaftler hattet doch tatsächlich die Skrupellosigkeit, haargenau all jene gräulichen Dinge zu entwickeln, vor denen uns Gott schon vor 2000 Jahren inbrünstig gewarnt hat. Aussagen belegt mit Hunderten von Quellen. Bleiben Sie dran, es nimmt immer mehr an Fahrt zu. Direkt Links zu den einzelnen Standpauken finden Sie unterhalb der Sendung. An die geistlichen Führer aller Religionen, religiöse Sekten und Verbände. Wir eifern für das Gute, wollen die Menschen zu Gott führen, sie mit Gott versöhnen und für ihn leben lassen. Und dazu lockten wir die Menschen mit heiligen Versprechungen, bannen sie an dogmatische Glaubenssätze, verpflichteten sie unter heilige Riten, Gesetze und Mythen. Wir versperrten ihnen aber mit all den untragbaren Bürden der Ethik, der Moral und der heiligen Sitten gleichzeitig auch den Weg zu Gott. Und weil die Menschen diese Bürden noch nie tragen konnten, führten wir sie auf die todbringenden Pfade fleischlicher Freiheit. Ja, wir ließen sie in die Abgründe der Unverbindlichkeit und des allseitigen Zerfalls abgleiten. Was wir allesamt seit Jahrtausenden nicht verstehen, ist die wahre Absicht aller göttlichen Gesetze, die wahre Absicht aller heiligen Sitten, Gebote und Gebräuche. Noch immer denken wir, dass wir zum Weltfrieden gelangen, wenn die Menschen nur endlich etwas ethischer, etwas moralischer, ja, heiliger und gerechter leben würden. Zu keinem Zeitpunkt haben wir religiösen Führer verstanden, dass Gott noch gar nie darauf aus war, dass wir die heiligen Gesetze beherrschen können, zumindest nicht aus unserer eigenen menschlichen Kraft. Das genaue Gegenteil war von Anfang an Aufgabe und Ziel aller heiligen Gesetze. Sie sollten uns Menschen in sämtlichen Disziplinen einzig und durchdringlich klar machen, dass wir das Heilige und Gute gar nicht gottgemäß tun können, ganz egal, wie sehr wir es auch begehrten oder uns anstrengten. Die Erkenntnis unserer absoluten Verderbtheit und Ohnmacht sollte uns aber zu keinem Zeitpunkt etwa in all die Zweifel und Resignation hineintreiben, in der wir sind. Wohin aber dann? Und genau hier sollten wir geistlichen Führer endlich aufwachen und begreifen, worauf Gott schon immer mit seinen Gesetzen hinaus wollte. Unsere Ohnmacht, ausreichend gerecht, heilig und gut sein zu können, sollte uns schon immer einzig in die Arme Gottes hineintreiben. Niemals aber nur deshalb, damit wir trotz bleibender Ohnmacht immer nur von Gott den Arsch gewischt bekommen. Diese ständige, fruchtlose Sündenvergeberei hängt Gott doch schon seit Jahrtausenden aus dem Hals heraus. Verstehen wir das? Was will er aber dann? Und hier ist die Antwort. Er will, dass nicht nur wir geistlichen Führer aus allen Religionen, Sekten und Verbänden, sondern auch sämtliche Menschen endlich frei ausleben lernen, was uns Jesus Christus als Menschensohn vorgelebt hat. Er demonstrierte uns doch auf allen Ebenen, dass das gesamte Potenzial der Fähigkeiten Gottes in uns selber wohnt und wie wir dieses aus unserem menschlichen Körper hervorbringen können. Ständig bezeichnete Jesus sich darum als Menschensohn und er bezeugte damit, dass er eben kein Sonderfall ist, sondern dass jeder von uns an Gott, jeder an Gott Anhangende ein und dieselben Werke wie auch Jesus tun könnte, sobald er, statt an seiner Ohnmacht zu verzweifeln, Zuflucht zu seiner Urbestimmung nimmt. Und was ist die Urbestimmung? Die Einswerdung mit Gott, unsere Einswerdung mit Gott. Also, und so geht das mit Gott. Jesus musste sich keinen Moment anstrengen, um irgendein Gesetz zu befolgen oder zu beachten.
Denn er kam, um uns zu zeigen, wie man das Gesetz erfüllt. Das meint, wie man das Gesetz wesensmäßig vervollständigt. Und zwar durch die in jedem Menschen innewohnende göttliche Natur. Das ist der Punkt. Damit ist aber in keinem Ansatz etwa an eine gesetzliche Umsetzung der Bergpredigt zu denken. So quasi als neutestamentliche Steigerung des alttestamentlichen Gesetzes, wie viele von uns irrtümlich verbreiten. Die Bergpredigt ist keine neue Gesetzgebung, merken wir uns das, sondern die Bergpredigt ist eine Offenbarung einer neuen Gesetzmäßigkeit, und zwar der Offenbarung eines göttlichen Geschehens im Menschen drin. Die Bergpredigt richtet sich deshalb ausschließlich und unzweideutig nur an Menschen, die an sich selbst total zerbrochen sind. Jesus beglückwünscht dort jeden, der an seiner Eigenkraft zerbrochen ist, und zwar als Glückseligen. Warum das? Weil in den Zerbrochenen sämtliche göttlichen Tugenden, alle Tüchtigkeiten Gottes und Kräfte ganz von selbst ausfließen, aufbrechen, naturgemäß aus ihnen hervorkommen. Und dies ohne geringste eigene Anstrengung. Wie aber das? Weil eben all sämtliche vermeintlichen Forderungen der Bergpredigt noch gar nie wirklich Forderungen waren, sondern ureigenste Ausflüsse Gottes. Ausflüsse, wie sie sich zeigen, sobald ein Mensch seinen eigenen Bankrott eingesehen hat und mit diesem Bankrott glaubend zu Gott geflohen ist. Das ist das, was wir den Menschen lehren müssen. Sämtliche scheinbaren Forderungen, wie etwa liebet eure Feinde oder wer eine Frau nur schon ansieht, sie zu begehen, hat schon Ehebruch mit ihr begangen und so weiter, das sind nichts anderes als angezeigte göttliche Befähigungen, die völlig frei aus all jenen hervorfließen, die an sich selber zerbrochen sind, die aber auf Gottes Vollkommenheit in sich harren. Das ist der Unterschied. Jesus lehrte die Menschen, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und so wie jedes göttliche Werk und jede göttliche Tugend völlig mühelos aus Jesus ausgeflossen sind, so fließt mit anderen Worten alles eben genauso frei auch aus uns hervor, wenn wir nur Gott in uns nicht verleugnen. Das ist der Punkt. Und dies alles geschieht von unserem Inneren heraus, von Gott selber gewirkt, von Gott selber bewegt, gelebt in uns. Ein machtvolles Ereignis, das weit über das bloße Befolgen von Gesetzen hinausgeht. Ich rufe euch auf, geistliche Führer jeder Art, lasst es euch sagen, sämtliche göttlichen Gesetze, und zwar die aller Religionen, sind bis zu ihrer höchsten Stufe im Geist einzig vorprogrammierte göttliche Lebenseigenschaften, göttliche Qualitäten, die ganz von selbst in all denen aufbrechen, die trotz Zerbruch der Eigenkraft in und an Gott bleiben und seine Kraft in und durch sich hindurch erwarten. Versteht ihr das? Wer immer über der eigenen Ohnmacht nicht verzweifelt und darob noch so gesetzlicher wird, sondern damit zu Gott selber flieht, in dem wird Gott selber als Quelle sämtlicher Befähigungen und Kräfte von innen her aufbrechen. Und genau so muss es sein. Das war seit je das Ziel aller göttlichen Gesetze, aller Religionen. Anstelle des althergebrachten Gesetzesgebrauchs, der immer nur Treiberstachel des Teufels und des Todes sein konnte, will Gott selber seine Vollkommenheit in und durch uns Menschen ausleben. Und diese Wirklichkeit in vollendeter Gestalt als Körper Gottes auszuleben, und zwar völlig von selbst ausfließend, das ist Ziel unseres irdischen Daseins, Ziel unseres Werdens. Alles gottgemäß Vollendete fließt frei aus, ganz von selbst, völlig ungezwungen, ohne es auf dem Weg moralischer, ethischer, religiöser und so weiter Forderungen erzwingen oder gar beschleunigen zu müssen. An die ideologischen Führer aller Gattung und Verbände. Ihr ideologischen Führer, ihr kommt mit eurem Philosophieren all dem, was ich gerade uns geistlichen Leitern vorgehalten habe, zwar oft näher als die meisten Religiösen, aber ihr bringt es aus unterschiedlichsten Gründen einfach nicht fertig, hinter allem einen lebendigen Gott zu sehen. Ihr geht aber trotzdem viel konsequenter auf das Wirken Gottes ein, weil ihr euch wenigstens an die Ordnungen und Kräfte der Natur orientiert, was vielen Gläubigen deutlich abgeht. Auch gebt ihr sorgfältiger auf die Wirkungen der Schöpfungsgesetze Acht als viele Religiöse. Aber weil ihr eben Gott nicht als lebendige Person wahrnehmt, eine Person, die denkt, die fühlt, die sieht, die spricht und so weiter, seid ihr als ego-individualistische Halbgötter unterwegs, was saugefährlich ist. Warum saugefährlich?
weil euch die Gesamtschau der Dinge doch völlig abgeht. Für all euer Handeln legt ihr letztlich doch nur vor euch selber Rechenschaft ab und wollt euch nicht durch einen Gott einengen lassen. Ihr erklärt ihn überdies als tot, weil ihr weder seine Stimme hört noch sein wahres Wesen kennt. Doch sollte tatsächlich der euch nicht sehen, der euch die Augen geschaffen hat, sollte der etwa nicht hören, der euch die Ohren gegraben hat, sollte der vom Leben nichts verstehen, der euch euer Herz gebildet hat, wie ist sowas möglich? Sollte der, der Himmel und Erde geschaffen hat, nicht jedes Detail kennen und der, der euch einen Willen gegeben hat, sollte er selber keinen Willen haben? Wie sollte sowas möglich sein? Warum bloß seid ihr so stolz und schämt euch einem Gott, der all diese Herrlichkeiten geschaffen hat, die uns doch allseitig umgeben, weil uns Menschen ganz grundsätzlich die Gesamtschau aller Dinge abgeht und auch euch Ideologen, all jede Allweisheit und Allmacht doch fehlt, führt ihr die Menschen trotz vielen Wahrheiten doch in die Irre. Wenn aber zuletzt alles in Scherben liegt, weil ihr euch Gottes immer geschämt habt, bitte wundert euch einfach nicht, sollte sich Gott eines Tages euer schämen, wenn ihr dann verzweifelt um Hilfe schreit. Anerkennt ihn darum nicht allein in seinen Schöpfungsordnungen und Naturgesetzen, sondern auch als denkendes und lenkendes Haupt über all eurem Denken, über eurem Fühlen, Wollen und Tun. Fürchtet euch so wenig vor einer Einengung durch Gott, wie sich etwa euer Körper vor euch fürchtet, denn ein Kopf tut immer nur das, was seinem Leib am besten bekommt. Sollte der, der alle Häupter gebildet hat, etwa unwürdig sein, Haupt über all seiner Schöpfung zu sein? An die Justiz auf allen Ebenen und deren Exekutiven. Ihr Richter, Staatsanwälte und Sicherheitskräfte, ihr habt bis dato trotz glasklarer Gesetzgebung einfach nur tatenlos zugeschaut, wie zum Beispiel schon kleinsten Kindern in aller Welt die Pornografie frei zugänglich gemacht wurde, bis hinein in ihre Laptops und Handys. Ihr seid nicht eingeschritten, als Frühsexualisierer damit begannen, unsere Kinder schon im Kindergartenalter mit Masturbation, Analverkehr, Spermienschlucken und dergleichen zu versauen. Ihr habt euch bis zum heutigen Tag gegenüber zahllosen Kinderschänden nur bedeckt gehalten. Ihr unternehmt nichts wirklich Durchschlagendes gegen bezeugte Kinderhändlerringe, gegen Satanistenkreise mit ihren Ritualopfern, Blutorgien und all dergleichen. Ihr regt euch gegenüber Zehntausenden bestbelegten Aufdeckungssendungen von unabhängigen Medien nicht, obgleich zweifellos stichhaltig bewiesene Schwerstverbrechen wie Massenmorde, Völkermorde gemeldet wurden. Wenn aber nur schon Andeutungen aufrichtiger, aber vielleicht politisch unkorrekter Wahrheitssucher auftauchen, seid ihr doch tatsächlich imstande, ganze Überfallkommandos auf harmlose Mütter, auf Väter, Prediger, Studenten und dergleichen loszulassen. Ihr bewegt kommenden Impfzwängen gegenüber bis dato keinen Finger, obgleich diese durch längst offengelegte Syndikate von Schwerstverbrechern vorangetrieben werden. Ihr wisst darum, dass diese Schwerstkriminellen mit ihren Impfgiftcocktails bereits Millionen von Menschen in aller Welt schwerst geschädigt, verkrüppelt und getötet haben. Was bloß ist mit euch los? Was ist in euch gefallen, dass ihr Mütter und Väter einsperrt, deren Kinder vor Ekel aus dem Frühsexualisierungsunterricht laufen, während ihr tatenlos zuschaut, wie andererseits nachweislich betrügerische Finanzeliten Millionen von Kindern politisch nicht nur instrumentalisieren für ihre Zwecke, sondern sie dazu auch noch aufrufen, tagelang aus dem Schulunterricht wegzulaufen. Was ist in euch gefahren, dass ihr jeden Kleinbürger gerichtlich ahndet, der auch nur schon ein unbewilligtes Dachfenster eingebaut hat, während ihr über sämtlichen Dachfenstern der Welt Tausende von Satelliten kreisen lasst, die von keine Demokratie, weder gewollt, geschweige denn gebilligt wurden. Ihr bewilligt gerade gestaffelt, ja, Tausende von Satelliten, die bereits jetzt schon als Lichterketten über unseren Köpfen kreisen, die aber als 5G-Träger, Mensch, Tier und Natur, wie eine Waffe zu Tode verstrahlen werden. Gleichzeitig aber deklariert ihr jeden Golf- oder Baseballschläger als Waffe, wenn ihr einen solchen in einer gestürmten Wohnung von harmlosen Konservativen oder Nationalisten ausmachen konntet. Während euch schon seit Jahren Zehntausende unabhängige Studien hochrangiger Wissenschaftler bekannt sind, die die tödlichen Strahlen von 1G bis 5G nachgewiesen haben, schaut ihr doch tatenlos zu, wie allerorts Zehntausende 5G-Strahlgeräte einfach montiert werden, ohne Bewilligung, und sie werden in Betrieb genommen. Was ist mit euch los? Was nur habt ihr Aufseher und Beschützer der Völker zu tun? Ihr büßt jeden Temposünder, jeden kleinen Ladendieb oder Betrüger, die Menschen um ein paar Euros betrogen haben. Aber ihr schweigt gegenüber jenen Menschen, die mit Finanzwetten
wie jetzt bei der Corona-Krise auf den Absturz zahlloser Geschäfte setzen und dadurch Milliarden einstreichen. Ihr ahndet kleinste Brandstifter und bewegt keinen Finger, obgleich durch hochrangigste Bauphysiker, Statiker, Professoren aller Gattung auch auf der anderen Seite tausendfach nachgewiesen wurde, dass zum Beispiel das World Trade Center inklusive Gebäude 7 betrügerisch gesprengt wurden. Ihr schaut tatenlos zu, wie tausende investigativer freier Journalisten in den Systemmedien tagtäglich verunglimpft werden, als Verschwörungstheoretiker verdammt werden, wie sie verfolgt und sanktioniert werden, obwohl sie täglich unwiderlegbare Beweise über endlose Schwerstverbrechen präsentieren. Ihr vertreibt und ahndet jeden Obdachlosen, auch wenn er nur bei 10 Grad unter Null einen kleinen Schlafplatz in einer Nische mit etwas über 0 Grad begehrt. Aber ihr seht auf der anderen Seite tatenlos zu, wie betrügerische Finanzeliten Zehntausende von Häusern und Betrieben in den Ruin treiben, in deren Nischen die Obdachlosen nur schlafen wollten. Ihr lasst über Nacht alle Grenzen wegen einer sogenannten Pandemie schließen, die aber von Anfang an durch zahllos hochrangigste Virologen der Welt als ungeheuerlichen Betrug gemeldet wurde. Aber zuvor habt ihr sämtliche Grenzen für Millionen fragwürdigster Asylanten geöffnet, die unsere Länder nachweislich in den Ruin treiben. Ihr wisst ganz genau auch um die hybride Kriegsführung, die heimtückisch gegen unsere Länder in vollem Gange ist. Aber ihr schaut tatenlos zu. Ihr schaut zu, wie alle freien Aufklärer nicht nur zunehmend durch alle Massenmedien diskriminiert, inkriminiert und verleumdet werden. Ihr unternehmt auch nichts gegen die Internetzensur, wo Zehntausende von gemeldeten Schwerstverbrechen straflos zensiert werden. Ihr schreitet in jedem Fall sofort ein und sperrt alle weg, die auch nur leiseste Zweifel an der seriösen Aufarbeitung vergangener Völkermorde geäußert haben. Ihr schweigt aber konsequent zu Völkermorden, die gerade im Hier und Jetzt geschehen, die hieb- und stichfest nachgewiesen worden sind. Während ihr beweist, dass man im Internet namhafteste Zeugen zu Tausenden einfach zensieren kann, lasst ihr die gesamte Pornografie, die zig Millionen Kinder, zig Millionen Ehen und Beziehungen zerstört hat, einfach unzensiert bestehen. Trotz Gesetz, trotz gültigen Gesetzen tut ihr das. So als wäre dort eine Zensur plötzlich ein Verbrechen oder etwas völlig Unmögliches. Und so könnte man noch stundenlang fortfahren und nur immer aufzählen, wie unglaublich aktiv ihr gegen die bedeutungslosen Kleinen vorgeht und wie ungeheuerlich passiv ihr euch gegen die wirklich großen Verbrechen verhaltet. Ihr ignoriert zahllos hochkriminellste Seilschaften, deckt Interessenskonflikte bis hinein in die Syndikate von Kriegstreibern und vielerlei mehr. Jeden angefixten Spross dagegen verklagt ihr der Mittäterschaft, wenn er zusammen mit seinen Dealern erwischt wird. Wie aber steht es um eure Eingriffspflichten? Werdet ihr denn nicht genauso zu Mittätern all jener Schwerstverbrecher, wenn ihr einfach stillschweigt zu all jenen Beweisquellen, die euch durch die investigativen Alternativmedien gemeldet werden? Sagt mir das. Ist denn gar keiner mehr unter euch, der die Eier hat dazu, diesen ganzen Saustall einmal auszumisten? Seid ihr dazu wirklich zu feige oder einfach nur zu bequem, zu faul, zu gleichgültig? Oder hängt ihr gar in all diesen Dingen mit drin, dass ihr euch einfach nicht oder nur für das Falsche bewegt? Hört mir zu, all ihr Richter, ihr Staatsanwälte und Sicherheitskräfte, richtet euch selber aus, tut euren Job, damit nicht die Schreie all derer, die ihr im Stich gelassen habt, den Himmel oben zerreißen, damit auch nicht die Gebete aller Heiligen und aller Gerechten den Himmel über euch verschließen und schlussendlich Gott selber zum Gericht gegen euch sich erheben muss. An die Politiker aller Parteien und Verbände. Ihr Politiker aller Parteien und Verbände, das Gros von euch lässt sich Volksvertreter nennen, aber ihr dient vornehmlich euch selbst. Dem Volk gaukelt ihr Demokratie vor, obwohl ihr doch genau wisst, nach welcher Pfeife ihr zu tanzen habt. Längst toleriert ihr das Volk nicht mehr als euren Souverän, denn ihr versklavt einer elitären Hochfinanz mit ihren gekauften Massenmedien. Ihr seid Betrogene der Pharma, ihr seid Hörige von Schattenmächten und ihr wisst das. Schattenmächten, die bis hinein in Drogen und Kriegsgeschäfte und vielerlei mehr verwickelt sind. Für Geld macht ihr alles. Für etwas mehr Mitherrschaft, mehr Macht würdet ihr eure eigenen Mütter verkaufen. Ihr seid zutiefst verwickelt in finsterste Machenschaften von Geheimbünden. Ihr wisst das. Ja, ihr strotzt nur so von Interessenskonflikten, von Lügen, von Kinderschändereien und dergleichen. Eure kranken Pläne reichen vom notorischen Nihilismus bis zum gnadenlosen Seelenhandel. Von nichts macht euer selbstsüchtiger Wahn halt.
Ihr verratet und verkauft euer Volk, eure Nation, und zwar an die Gier machtgeiler Globalisten. Und obgleich viele von euch um tausende solcher Gräuel wissen, und ich weiß es, selber das gar nicht wirklich wollen, seid ihr eben trotzdem zu feige und zu selbstsüchtig, um dieses böse Spiel ans Licht zu bringen, nur schon. Eure eigene Karriere, euer eigener Bauch geht euch immer wieder vor. Nennt euch daher nicht mehr Volksvertreter, sondern Volkszertreter. Denn wer Kriegstreiber und Massenmörder schützt, aus welchen Gründen auch immer, der macht sich zu deren Komplizen. Merkt euch das. Kehrt um, waltet eures Amtes, weil die Stunde der Offenlegung, der Abrechnung ist jetzt am Kommen. An die Pharmadiktatoren aller Gattung und Kartelle. Und ihr Pharmadiktatoren, ihr tut genau das, was schon vor 2000 Jahren für diese unsere Tage prophezeit wurde. In Offenbarung 18,23 steht wörtlich geschrieben: Deine emporgekommenen Großhändler griffen auf die Eliten der Erde über, und durch deine pharmazeutische Giftmischerei sind alle Nationen in die Irre geführt worden. Oder in Kurzform: Durch deine Pharma sind alle Nationen getäuscht worden. Man kann aber auch übersetzen: Durch deine Arzneigifte sind alle Nationen betrogen worden. Oder: Durch deine Heilmittelzauberei sind alle Nationen zu Herumirrenden geworden. Ebenso könnte man übersetzen: Durch deine Pharma sind alle Nationen vom rechten Weg abgekommen. Während ihr Pharma- und Finanzdiktatoren an dieser weltweiten, durch euch gezielt erzwungenen Finanzkatastrophe gerade unermessliche Reichtümer anhäuft, stürzt ihr zeitgleich alle Völker in Schuld und Armut. Ihr habt schon durch die ersten zwei Monate der Corona-Krise über eine Viertelbillion Dollar Profite eingestrichen. Dies freilich wie immer im Namen des Gesundheitsschutzes. Aber genau hierin liegt der Betrug, die Völkertäuschung, der Großbetrug, die irre Lüge, die Lüge, die alle Nationen zu Herumirrenden macht. Ihr seid euch völlig bewusst, dass ihr allein in den letzten paar Jahren wieder Millionen von Menschen zu Behinderten, zu Schwerstbehinderten, zu bleibenden Krüppeln gemacht habt. Ihr seid euch ebenso völlig bewusst, dass ihr mit euren Impfprogrammen Millionen vorzeitig zu Tode gebracht habt. Zahllose habt ihr überdies insgeheim schon im Mutterleib getötet oder deren Zeugung verhindert. Und der Beweis dafür, dass ihr euch eurer Gräueltaten sehr wohl vollauf bewusst seid, ist der, dass ihr insgeheim bereits dafür gesorgt habt, dass euch neue Gesetze vor jeder Haftung schützen. Und wie immer streicht ihr eure Pharmaprofite in eure eigenen Taschen. Die Schäden aber, die ihr weltweit verursacht, wälzt ihr wieder skrupellos auf die geschädigten Völker ab. Während ihr euch bereits wieder Billionen durch die neue sogenannte Epidemie unter den Nagel gerissen habt, scheut ihr euch nicht vor gleichzeitigen Bettelaktionen. Ja? Dass allein Deutschland eine 8 Milliarden Spende zusätzlich noch für eure Impfstoffforschung machen sollte. Was seid ihr für Menschen? Überdies zockt ihr die Völker jetzt schon mit 1000 Euro pro Corona-Test ab. Die Nationen irren euretwegen umher, genauso wie es vor 2000 Jahren prophezeit wurde. Und alle Nationen sind machtlos wie kleine Kinder, weil sich eure emporgekommenen Großhändler selbst den Eliten der Erde bemächtigt haben. Ihr habt nicht nur alle Völker, sondern auch alle Sicherheitskräfte, alle Politiker und Justizsysteme vom rechten Weg abgebracht. Doch vergesst dabei eines nie, denn noch etwas steht im gleichen Text unauslöschlich über dir, Pharma, geschrieben. Und das ist: Dein Licht wird erlöschen und jede Freude in dir wird vergehen, denn in einer einzigen Stunde ist sie entblößt worden. Oder anders übersetzt: Denn in einer einzigen Stunde ist sie aufgedeckt worden. Oder: Denn in einer einzigen Stunde ist sie beraubt und entleert worden. Denn in einer einzigen Stunde wurde sie aus der Öffentlichkeit entfernt, beraubt, verödet, verlassen. Das steht über euch geschrieben seit 2000 Jahren. Darum jetzt mein Rat an dich, du stolze Pharma, du heillose Plündererin: Gib deine ergaunerten Billionengewinne freiwillig an jene ab, die du geschändet hast, an die geschädigten Völker, bevor sie es auf ihrem eigenen Weg dir abnehmen. Verlieren wirst du so oder so alles, spricht Gott, der Allmächtige. An die Medienmogule aller Couleur und deren Ableger. Euch Massenmedien muss dieselbe Gerechtigkeit widerfahren, wie ihr sie seit Jahrzehnten gegen alle auslebt, die euch nicht in den Kram passen, weil sie euch widersprechen. Ihr werft immer gleich alle in einen einzigen Topf
Ob ihr nun von Rechtsextremen, von Antisemiten oder Verschwörungstheoretikern redet oder ob von Sektieren und dergleichen herumgeifert. Dabei habt ihr vergessen, dass ihr alle in einer einzigen Pyramidenstruktur zusammengefasst seid. Und zwar eine Pyramide, deren Spitze nicht allein die Pharma, sondern darüber hinaus auch noch kriegstreiberische Finanzeliten und Weltherrschaftslüstlinge bilden. Und es vergeht kein einziger Tag, wo eure Berichterstattungen und Nachrichten nicht den unterhörenden Gestank der Pharma und ihren schwerstkriminellen Genossen tragen. Ihr seid zu einer einzigen Höllensekte verkommen, die Tag aus, Tag ein lügt, dass sich die Balken biegen. In der Ukraine haben wir euch dabei erwischt, wie ihr Kriegsberichterstattungen mit gekauften Komparsen gefälscht habt. In Afghanistan, in Irak, in Libyen und allen anderen Ländern des arabischen Frühlings insgesamt haben wir eure Lügen aufgedeckt, die all diese Kriege überhaupt erst möglich gemacht haben. Auf euren mutwilligen Täuschungen der Völker allein konnte sich doch diese Kriegsbereitschaft gegen all diese Verleumdeten überhaupt erst aufbauen. In dieser Corona-Krise haben wir euch erwischt, wie ihr unser Schweizer Militär dazu überreden versuchtet, sich in die leeren Krankenbetten der leeren Nothilfeaufnahmestellen zu legen, weil kein einziger Corona-Patient dort eingeliefert wurde. Und alles Personal stand fast arbeitslos herum, wie übrigens in den allermeisten Spitälern überhaupt während dieser Krise. Ja? Ihr notorischen und skrupellosen Lügner, ihr schamlosen Verleumder und Volksverhetzer, wie lange noch, denkt ihr, werdet ihr ungestraft in Gottes Angesicht schlagen können? An die Wissenschaftler aller Größen und Gebiete. Und ihr Wissenschaftler hattet doch tatsächlich die Skrupellosigkeit, haargenau all jene gräulichen Dinge zu entwickeln, vor denen uns Gott schon vor 2000 Jahren inbrünstig gewarnt hat. Wieder borstig wollt ihr, genau wie es geschrieben steht, eure Errungenschaften nun der ganzen Menschheit aufzwingen. Obwohl ihr doch alle haargenau wisst, dass Gott eine Annahme eurer Entwicklung und eurer Technologien unter Höchststrafe gestellt hat. Warum unter Höchststrafe? Weil es sich um die gefährlichsten und zerstörerischsten Entwicklungen aller Zeiten handelt. Es gibt daher in der ganzen Bibel mit ihren 1500 Seiten kein strengeres, kein gefürchteteres Verbot, keine größere Qualandrohung, als wenn die Menschheit diese eure Technologie an sich heranlässt, die ihr Wissenschaftler und Politiker uns genau in diesen Tagen aufzwingen wollt. Begonnen hat eure Entwicklung mit der Einführung des berühmten sprechenden Bildes, von dem uns die Bibel schon vor 2000 Jahren gewarnt hat. Es ist sicher keine Fehlinterpretation in diesem sprechenden Bild, zuerst einmal das Fernsehen mit ihren verderblichen Mainstream zu sehen, dann aber auch die ganze Computer- und Handytechnologie. Ja? Das Ganze läuft zusammen in dem intelligenten und sprechenden Bild des Internetsystems, dessen Zugang ja nur über www, sprich 666, möglich wurde. Dass ihr Wissenschaftler so etwas, und zwar wieder jedes bessere Wissen, überhaupt entwickelt habt, zeigt doch schon mal, wie menschenfreundlich ihr seid. Nun aber geht ihr zielstrebig ins Finale über und ihr erfüllt damit die Prophetie aus Offenbarung 13, Verse 16 bis 18. Ich nenne die Bedeutung dieser Bilder, die dort genannt werden, gleich einmal beim Namen und übersetze die wesentlichen Stellen wortwörtlich aus dem Griechischen. Da heißt es, dieses plötzlich aus dem Völkermeer aufgetauchte Vielstaatengebilde versucht von den Geringen bis zu den Mächtigen, sowohl die Reichen als auch die Armen, ebenso die Freien wie die Sklaven, dahin zu zwingen, dass man ihnen ein Charagma an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt, sodass keiner mehr auf dem Markt verweilen oder in der Öffentlichkeit verhandeln darf. Hört mal gut zu, ihr Völker da draußen. Was steht hier geschrieben seit 2000 Jahren? Sodass keiner mehr auf dem Markt verweilen oder in der Öffentlichkeit verhandeln darf. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Oder dass keiner mehr feilbietend verkaufen kann, als nur der, welcher das Charagma hat, das Identifikationszeichen des Vielstaatengebildes. Oder über das menschliche Zahlensystem 666. Erleben wir nicht genau das in diesen Tagen? Übers Internet kannst du noch dienen, alles andere ist nicht mehr erlaubt. Was aber bedeutet nun der griechische Ausdruck Charagma zu Deutsch? Im Griechischen gibt es drei Bedeutungen. Und seht es, ihr könnt es in jedem griechischen Lexikon nachlesen. Es steht seit Jahrtausenden so in der Bibel. Die erste Bedeutung von Charagma, das ihr einführen wollt, heißt einen Stich durch einen metallischen Gegenstand. Die zweite Bedeutung meint eine Art Stempel, mit dem etwas in die Haut eingeätzt wird. Die dritte Bedeutung redet von einem charakteristischen Merkmal, das in Form
von einem Gebilde unter die Haut gestochen wird. Die griechische Sprache hat also mit anderen Worten schon vor 2000 Jahren bis ins Detail geschildert, worauf ihr skrupellosen Wissenschaftler und Politiker mit der ganzen Menschheit jetzt hinaus wollt und welche Mittel ihr dazu verwenden möchtet. Ja. Aber so wahr diese Prophetien nicht in der Verwirklichungsform, sondern in der bloßen Wunschform formuliert sind, so wahr möge sich jetzt die ganze Menschheit an der 2000-jährigen Warnung Gottes orientieren und sich eurem diabolischen Wunschdenken nicht beugen. Stünden diese Texte nämlich im Indikativ, käme die Menschheit jetzt nicht darum herum, eure Zwangsimpfungen, eure geplanten Zwangsverchippungen über sich ergehen zu lassen. Weil euer teuflisches Vorhaben aber im Konjunktiv, also in der bloßen Wunschform, vermerkt ist, können die bedrohten Völker jetzt ihre Macht gebrauchen und sich eurem Wunsch widersetzen, und ihr Völker tut das. Ja? Und dadurch können die Völker eure gnadenlose Möchtegern-Weltherrschaft eliminieren. Und genau das sollten wir tun. Tut das, ihr Völker. So und nicht anders hat der Gott der Bibel es uns nun volle 2000 Jahre lang mit aller Eindringlichkeit eingeschärft. Dieselbe Bibel garantiert jedem außerordentliche, höchste Qualen. Jedem, der sich dem Vorhaben dieses plötzlich aus dem Völkermeer aufgekommenen Weltherrschaftsgebildes nicht widersetzt, wer sich diesen Wissenschaften nicht widersetzt, die diese Dinge gebaut haben. Die schlimmsten in der Bibel genannten Qualen, die schlimmsten aller denkbaren Qualen kommen durch dieses Charagma, steht geschrieben. Durch das Charagma selber, wohlverstanden, nicht etwa durch Gott. Nicht Gott verursacht das, sondern das Charagma. Das verwendete Bild von der Strafe Gottes in der Bibel diente schon immer bloß als Metapher für das sowohl unvorstellbar Qualvolle als auch das unausweichlich Schreckliche. Es steht in diesem Zusammenhang ja auch geschrieben, dass nicht den Völkern, sondern ihren Verderbern eine von Gott verordnete Gefangenschaft für all solche Gräuel vorherbestimmt ist. Ich sage Völker, wacht auf aus eurem Schlaf und erkennt die Gefahr der Stunde. Wendet euch ab von eurer Gleichgültigkeit und handelt. Und all ihr Führer aus Religion, Ideologie, Justiz, Politik und all ihr Despoten der Pharma, all ihr Despoten der Medien und Wissenschaft, ich sage, wendet euch ab von euren Werken, beendet sie und erkennt, dass die Stunde eurer Machtlosigkeit im Anbruch ist. Kapituliert freiwillig, denn dieses euer Vorhaben wird nicht gelingen. Denn so steht es geschrieben und so wird es geschehen. Ich bin Ivo Sasek, der seit 43 Jahren vor Gott steht. Verpassen Sie keine wichtigen Meldungen, indem Sie auf Abonnieren mit der Klingel klicken. Klartv, Ihr Sender für unzensierte Nachrichten. Täglich neu.